Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Virginia. Wir sind auf dem Weg in den Keller. Da ich die Akte jetzt nicht wirklich schnell genug lesen konnte, weiß ich nicht, was wir hier machen. Aber ich schätze, wir werden es gleich erfahren. So, hier ist eine Tür. Nein, wir müssen. Alter. Okay, es scheint, wir sind ganz unten angekommen. Es scheint, Türanimationen sind zu aufwendig, deshalb werden wir immer durch Türen und durch Türsequenzen geportet. Gut. Ne? Also ist halt so. Naja. So, was haben wir denn hier? Ist das die Asservatenkammer oder ist das der Fressalienraum? Helperin? Oder Helperin? Keine Ahnung. Oh! Hallo! Aha! So. Ja, wie ich es geahnt habe, wir können hier einfach mit gar nichts interagieren. Noch nicht. Vielleicht ändert sich das ja noch. Aufpassen, dass wir hier nicht über die meisterhaftig verlegten Kabel stolpern. Einfach mal mit ihr hier. Ist das nicht die Frau gerade aus der Akte? Ist das nicht die Frau aus der Akte? Warum ist sie denn so kratzbürstig? Ma'am? Nein, jetzt wollte ich nochmal auf das Namensschild gucken auf dem Tisch. Scheiße! Ah, jetzt haben wir wahrscheinlich wieder alles. Musik? Alles klar. Ey! So nicht. Ach, scheiße. Oh! Missing Person. Ah, okay, unser Kriminal. Ah, Subjekt. Ey, nein. Fairfax Lucas D., männlich, weiß, zum Zeitpunkt des Berichts 17 Jahre alt. In Kingdom vermisst seit 8. Mai 1992. Der Strategiebefehl von. Also, ganz ehrlich. Wie zum Teufel soll ich das hinkriegen, das in der kurzen Zeit zu lesen? Gut, wir wissen auf jeden Fall, dass wir jetzt mit ihr anscheinend zusammenarbeiten und sie den Fall des vermissten Jungen hat. Warum bleiben wir hier stehen? Kingdom Overlook. Okay, King. Alter, das macht mich gerade ein bisschen verrückt. Kaffee. Ey. Ey, Kaffee. Okay, da ist wieder das Missing von. Nein, nicht Rechnung. Kaffee. Also. Kaffee 25 Cent? Hallo? Oh, ein Smiley. Die mag uns. So, der Lukas wird vermisst. Soweit waren wir jetzt schon. Und Lukas ist ihr Fall und ich glaube, sie ist unser Fall, oder? Unsere Ermittlung. Achso, Entschuldigung. Ich bin auch vom FBI. Hallo. So. Aha, so eine typisch eingerichtete Bude. Hier, die haben über dem Bild, haben die sogar eine PlayStation-Kamera hängen. Ah, die Mutter hat es immer noch nicht ganz verkraftet, dass der Sohn vermisst wird. Ich meine, also man kann das wahrscheinlich auch nicht wirklich verkraften. Jetzt ist die Frage, ist das der Pfarrer oder ist das der Vater mit einem sehr komischen Kleidungsstil? Ich glaube, der Pfarrer. Und er spendet Trost. Ich habe gerade gezwinkert, das habt ihr nicht gesehen, aber ihr wisst, was ich meine, ne?
Okay, kann ich, während die sich da ein bisschen. Aha, Officer Grimmig und Officer Schnurrbart. So. Vielleicht wurde er ermordet mit diesem Messer. Nein, er nicht. Küchenrolle, Nudelholz. Ah, okay, sind nur zwei Teller. Aha, der Pfarrer hat also hier gegessen. Der Pfarrer hat hier gegessen. Diese Schwein. Okay, weiß ich jetzt nicht, was ich davon halten soll. Getrennte Betten, ja gut, muss jeder selber wissen, aber ist der Pfarrer wohl doch hier? Sind die wohl verheiratet? Die machen nur kein Knicknack, ne? Hier, ne? Tiki-Taki. Weil wegen Pfarrer und so. Da ist Lukas Zimmer. Wollen wir hier erstmal in das doch relativ dunkle Bad. Warum hat dieses Bad nur so ein kleines Fenster und so hässliche Armaturen? Hallo. Och Gott, was zur. Mein Gott, man hätte dem Jungen wenigstens einen Fernseher hier reinstellen können. Alles klar. Natürlich. Hey, bin ich jetzt doof? Es gibt hier nichts. Rucksack. Rucksack ist gut. Rucksack ist nicht gut genug, okay? Ich verstehe. Vielleicht hat er sich hier versteckt. Wer weiß es? Wer weiß das schon? Lukas? Bist du hier? Hallo? Na, ist er nicht. Moment. Das ist. Nein! Was? Aha, eine Dunkelkammer. Da kann ich. Och Gott, hätte ich das nicht so durchlaufen können. Okay, sie sieht sehr unglücklich aus, ein bisschen. Jetzt. Der Wasserturm. Hier haben wir ein Bild von irgendwem mit einer Uniform. Wasserturm. Okay, irgendwas ist beim Wasserturm. Das habe ich jetzt mal doch schon sehr intelligent geschlussfolgert. Sehr, sehr intelligent. Intelligent. Nein, du musst da schon reingucken. Ich mag es nicht, dass dieses Spiel. Sir? Würdest du. Danke? Danke. Ach, schöne Tiere. Ja, guck nicht so, du fährst oder nicht. Soll ich fahren? Würde ich glatt tun. Oh, hier irgendwie aufmachen oder so. Oh, wollen wir erstmal tanken fahren? Ich sehe es gerade nicht, aber ich glaube, wir waren schon lange nicht mehr tanken, ne? Machst du das? Ich gehe so lange pinkeln. Hallo, hat dieses. Es hat keinen Griff. Ich bleib einfach sitzen. Ich. Wow, was mache ich hier? Haben wir irgend. Da ist doch ihre Tasche. Warum machen wir das? Was? Ich konnte die. Habe ich irgendwo vielleicht die Möglichkeit, in so ein Menü, Aktenmenü zu gehen? Nein, habe ich nicht. Warum nicht? Ach da, guck mal. Was? Big Ricos? Ich stehe auf Pizza. Dukakis? Wer ist Dukakis? Ich nehme einen Margarita. Hä? Warum? Können wir jetzt an die Handtasche? Können wir, Mann, das gibt es nicht. Ah, Handschuhfach. Ja, stimmt. Es gibt ja noch einen Verstau.
Ach so, Halperin war ihr Name und sie heißt Maria. Alles klar, das ist auch schon mal von... Moment. Moment. Gleiche Straße, anderer Name? Jo, was ist dein Problem, Alter? Sind die Bill. Also. Was macht sie so lange da drin? Auch mal wieder da? Gott. Dumpfer Schlag unter Auto. Ich glaube, sie hat was gesehen. Aber warum? Warum hat sie verschiedene Namen? Ich verstehe es nicht. So, wieder zu Hause. Ich will mir das durch. Ach so, gut, wir können erstmal nur hier reingucken. Trink doch gleich mal ein Schlückchen Kaffee. Warte. So. So. Besuchen Sie das Wissenschaftszentrum des Cannon Observatoriums. Okay. Exhibition of Space. Er hat da irgendwas gemalt, ich weiß nicht genau. Aliens, die auf einer Farm wüten. Oder einem. Wahrscheinlich Area 51, ne? Irgendwie sowas. Eine Höhle, das sieht aus vielleicht wie ein. Was zu? Bin ich schon wieder am Träumen? Ich bin mit die Akten nochmal durch. Was ist denn los mit dieser Frau? Ah, nein. Was mache ich hier eigentlich? Jetzt, ich liege da am Schlafen, aber 0:36 Uhr oder so? 0:30 Uhr? 0:36 Uhr? Da können wir. Alles klar, ich verstehe. Um nicht zuzunehmen, mache ich meine Mitternachtssnacks. Einfach in meinem Traum. Warte, Sir. Wir sind bei der Familie des vermissten Jungen. Ist das der Vater? Oder ist das der vermisste Junge? Was steht denn da auf seinem... Ah, wir können nicht zoomen, wir können uns nicht ducken. Was? Was zur Hölle? Pater? Was ist da los? Und warum ist die Bedienung aus dem Restaurant hier? Es ist anscheinend ein Traum. Und wir verarbeiten alles, was wir an diesem Tag gesehen haben? Obwohl wir nicht gesehen haben, wie der Pater, der Pfarrer, die Zimmertür zugenagelt hat. Oh, warte. Entschuldigung. Da musste wer husten. Warum sind wir immer so schnell? Warum kann ich nichts? Okay. Sir. Könnten Sie vielleicht mal. Okay, jetzt muss ich mir echt die Akten durch. Ich muss wissen, worum es. Wollen wir vielleicht das Licht ausmachen und schlafen gehen? Weil es ist ja doch schon. Okay, das geht anscheinend. Was genau passiert hier eigentlich? Unser Täschchen dabei? Tatsächlich nicht. Okay.
Hä? Hey, Grießkram, Grimmskrams. Wer ist das denn jetzt? Hallo? Gucken, ist hier irgendwas anders, irgendwas verdächtig, leuchtet irgendwas? Da war doch gerade. Konnte ich nicht gerade irgendwas? So, da war doch irgendwas. Wollt ihr mich? Oh, das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Was ist das? Eine Sonnenbrille, okay. Jetzt steht sie hinter uns. Wir haben geklaut. Nee, puh. Ha, Glück gehabt. Junge, Junge, Junge. Da können wir immer noch nichts machen. Die Schublade steht ein bisschen offen, aber das ist anscheinend egal. Ja, wir haben hier absolut nichts. Es kann sein, dass ich irgendwas. Was ist das? Ach komm, es stellt dich nicht so an. Könntest du mal mit mir reden? Ätzende. Ja, ich bin ja schon weg. Mein Gott. Dir soll ich helfen? Ich glaube eher weniger. Schlüssel wird umgedreht. Ja, cool. Was machen wir hier? Warum hast du jetzt eine Brille? Jetzt muss ich auch noch mich sportlich betätigen, ey. Ich muss sagen, es sieht schick aus. Ich mag's. Ich find's gar nicht mal so schlecht. Jetzt rennt sie schon wieder und wir können nicht hinterher rennen. Das ist doch unglaublich. Was, wenn die jetzt Sachen findet? Wir kriegen noch nie irgendwas mit. Wir haben nicht genug Zeit zum Lesen. Wir können hier nicht. Es ist ein Trauerspiel. Eine Bitternis. Was zur Hölle ist das denn? Ach, das ist die Höhle aus dem Buch, aus dem Tagebuch. Okay, hier hat er sich also so sein kleines Reich aufgebaut. Mit Alkohol, alles klar. Vielleicht auch mit seiner Freundin, mit dem Mädchen von den Fotos? Eventuell. Was da? Da ist doch gar nichts. Ja. Ach da. Ey, das ist das rote Vögelchen aus dem. Von dem Kaffer, von dem. Ja, komm her. Du bist jetzt mein neuer Kollege. Die andere schmeißen wir raus. Maria kann nichts. Maria hat immer schlechte Laune. Oh, friss ihn jetzt bitte nicht. Autsch. Ah! Dr. Schnurrbart. Agent Schnurrbart, Entschuldigung. Oder Sheriff Schnurrbart. Warum hält die sich das am Kopf? Die hat den Balken komplett abgekriegt. Egal, wollen wir erstmal hier ein Schlückchen. Kaffee. Komm, nehmen wir noch ein Schlückchen.
Ich nehme noch einen Schluck. Siehst mich nicht. Was? Will er jetzt meinen Kaffee haben? Okay. So, Leute, wir sind. Wo sind wir? Ich habe keine Ahnung, wo sind wir? Das werden wir dann aber auch erst in der nächsten Folge herausfinden, denn ich werde jetzt auf Wiedersehen sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge auch wieder mit dabei und wenn ihr wollt, supportet mich doch ein bisschen. Es würde mir echt mega helfen. Wie gesagt, durch einen Kommentar, einen Daumen nach oben oder ein Abo. Naja, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.